Willkommen zurück zu Der Schatz im Silbersee. Ja, ich bin immer noch begeistert von dem Spiel, also ne, keine Sorge, auch wenn ich gerade jetzt hier ein bisschen hänge und die letzte Folge eigentlich eher wirklich ein Trial-and-Error-Verfahren war. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich verstehe das nicht. Gut. Verdammt. Na, das ist ja jetzt fies. Ha, okay, super. Oh, boah, mir fällt echt ein Stein vom Herzen. Ne? Das wäre ja wahrscheinlich der Tod jetzt gewesen, wenn wir da nicht hätten noch Sand bekommen. Sehr schön. Okay, jetzt klettern wir auch da die Treppe hoch. Das müssen wir mal gucken, was genau ist das? Was ist das? Was ist das denn? Eine Eisenstange, an der eine Seite abgeflacht und an der anderen Seite mit einer großen Öse versehen ist. Winnetou, sprich mit mir. Hilf mir, was soll ich hier machen? Was ist jetzt eigentlich hier? Das ist ein Punkt, das sind zwei Punkte. Drei Punkte, eins, zwei, drei, vier Punkte. Hä? Sie habt doch gerade eben ein Geräusch gehört, oder? Okay. Aber ich glaube, da muss man doch irgendwas machen mit diesem Totempfahl. Das sieht mich irgendwie hier. Ein Totempfahl steht mitten im Raum. Die verschiedenen Gesichter schauen auch nicht gerade fröhlich rein. Zwei fein gearbeitete, sichelartige Geräte. Warte mal, aber. Winnetou muss uns doch helfen, hier bei dieser Inschrift entziffern, oder? Warte mal, ich geh nochmal zurück, ganz kurz. Da kommt Winnetou. Sehr gut. Ja. So, kannst du das mal entziffern? Winnetou. Ach Gott, okay, dann gehen wir nochmal hoch. So, geh mal zur Seite, bitte. Da nichts mehr im Geheimfach. Ach, das war nur ein Geheimfach. Okay. Es sind Steinplatten im Boden eingelassen. Vielleicht kann man ihn von hier aus rufen. Ah, sehr schön. Winnetou, wir können nicht helfen. Nee, doch nicht. Schade. Puh. Aber er ruft ihn wenigstens schon mal, ne? Also das. Vielleicht ist es doch gar nicht so verkehrt, ihn da oben anzusprechen. Gehen wir nochmal zurück. Das sieht doch aus, als wäre das hier festgemauert, oder? Abgerundetes Eisen. Brecheisen, ich vermute, damit wird das gehen, mit dem Ding hier. Oder auch nicht. Dann versuchen wir es mal mit dem Brecheisen. So. Brechi, brechi. Damit kann ich wenig ausrichten. Auf alle Fälle passt es nicht, um die Schrauben der Verankerung zu lösen.
Ach, Junge, hab ich doch gesagt, das sind Schrauben. Kann man sie damit lösen? Nochmal angucken. Anscheinend will er jetzt gerade nicht die Schrauben lösen. Wie kommen wir denn weiter? Warte mal. Möp. Das war der MIDI-Pfeifton. So. Guck mal, hier steht ja, ne? Hier ist ja die Reihenfolge. Wie rum machen wir das denn jetzt hier? Rechts rum, links rum? Oh Gott. Guck mal, da ist die 2, da ist die 2. Ach, warte mal, vielleicht. 2? Hier unten ist die 4? Nee. 3? Die 6? Bleib auf jeden Fall schon mal stehen. Also ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Ich dachte eigentlich zuerst das und das, da müsste man drücken. Okay, was ist das da? Eine Steinsäule mit einem eigenartigen Schalter steht da mitten im Raum. Ja, dann drück den Schalter doch mal. Es passiert nichts. Jetzt sterben wir alle. Nein, was ist jetzt los? Was ist das denn? Irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall habe ich jetzt Ohrenschmerzen. Es war ziemlich laut. Irgendwas hat sich da bewegt. Warte mal. Ich bin mir auch sicher, dass wir den toten Fall erstmal da losschrauben müssen. Nur ich verstehe nicht, warum man die Schrauben nicht findet. Die Ladezeiten sind ja auch unterirdisch. Oh, wie schön. Ein stichgehaltener Raum, man könnte. Der ist viel zu glatt, um einfach hochzuklettern. Ich will auch nicht hochklettern. Tja, ich habe keine Idee, was man hier noch machen kann. Warte, wir gehen nochmal zurück in den Zeremonienraum. Benutze nochmal dieses komische Gerätchen hier. Ah ja, steht wieder im Wege. Warte mal. Jetzt müssen wir mal genau hören, ob es irgendwo klackt. Ich meine, ist ja logisch, ne? Wenn das nach unten zeigt, dann ist das Seil unten. Und jetzt zeigt es nach oben, es müsste das Seil oben sein, oder? Oh Mann, da kann ich mich nie mehr dran erinnern. Verdammt, wie war denn das nochmal? Schauen wir nochmal nach dem Totempfahl. Ja, jetzt ist das wieder weg. Nee, da müssen wir nochmal. So, warte nochmal. Da. Oh, ich stehe wieder im Weg.
So, drücke, mein Freund. So. Sehr schön. Und schnupp. Oh, das hört sich an, als würde irgendwas umfallen oder sonst irgendwas. Aber sehr schön gemacht mit dem Hintergrund. Also gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ah, warte, ich habe eine. Ja, ich habe. Ja, na, 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 na. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Vielleicht. Warte mal, wo ist nochmal das abgerundetes Eisen? Vielleicht ist das gar nicht dieser Steigbügel. Natürlich. Blöder geht's gar nicht. Perudo, also echt. Jawoll! Wieder professionell weggeblendet. Haben wir die Schrauben mitgenommen? Nein, natürlich nicht. So. Er ist viel zu glatt, um einfach hochzuklettern. Ach nein. Ach Mann, das ist so. Wirklich, ein Unglück kommt selten allein. Haben wir noch Sand? Schade. Geht leider nicht. Gut. Brecheisen. Hat man schon probiert, oder? Ja, hat man schon, hat man schon, hat man schon. Das Ding da. Die sind gelöst. Jawohl. Was macht er jetzt? Hackt er den kaputt oder was? Oder nimmt er das als Steighilfe? Das ist also echt schon abgespaced, tut mir leid. Da ist es. Ich überlege noch gerade, ob ich jetzt mal einen Cut mache, denn ich glaube, wir sind nämlich kurz vorm Ende. Oh, es kommt nur 20 Folgen. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, wir sind wirklich kurz vorm Ende. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich hier einen Cut. Und ich sage danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder zum Finale. Es war jetzt leider eine kleinere Folge. Es tut mir sehr leid, aber ich denke, die nächste Folge wird ein bisschen länger sein und dann ist das auch Finale vorhanden. Ja, ich danke fürs Zugucken. Der Schatz im Silbersee. Hier auf Pirates Playground. Ach, Pirates. Das war eine freudsche Fehlleistung. Hier auf Retro-Basis. Ich bin Perudo und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Also übrigens nur für die Leute, Pirates Playground war mein Kanal vor Retro-Basis. Ne? Also so für die kleinen Insider. So, aber jetzt genug gelabert. Obwohl, wir haben eigentlich noch 2 Minuten Zeit. Ne? Wie gefällt euch denn das Spiel bisher? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So ein kleiner Bewertungen geben, was euch besonders gut gefällt, wenn ihr Lust habt, was euch nicht so gefällt. Und ich denke so, der Grafikstil geht schon vollkommen in Ordnung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Perudo. Tschüss.